Hallo, liebe Kinder. Herzlich willkommen hier im Tierpark. Ich bin's wieder, Bugs. Kommt ihr mit auf Entdeckungsreise? Tobi und Peppa sind schon unterwegs. Mal schauen, wo wir heute hingehen. Guck mal, da ist der Schmetterling. Er möchte gern Verstecken spielen. Und wir dürfen ihn suchen. In dieser Folge müssen wir uns überall gut umschauen, Kinder. Versteck dich mal, Schmetterling. Dann gucken wir erst mal, wo Tobi und Peppa geblieben sind. Tschüss, lieber Schmetterling. Tobi, wo bist du? Hallo. Ah, da bist du. Hallo, Kinder. Oh? Hey, hast du das gehört? Oh? Wer hat sich dort im Gebüsch versteckt? Oh? Wer macht so ein Geräusch? Ist es vielleicht ein Gatter? Ein Nilpferd? Oder ein Biber? Ach, na klar, es ist ein Gatter. Ja! Da würde ich gern mehr darüber wissen. Mal schauen, was die Katters hier so veranstalten. Die haben aber einen lustigen, geringelten Schwanz. Ob die Katters wohl mit den Zebras verwandt sind? Was denkt ihr? Was fressen Katas wohl gerne? Wollt ihr mitraten? Ich bin mir noch nicht sicher. Wisst ihr's schon? Ah, na klar, Gras. Das ist ihre Lieblingsspeise. Na dann, guten Appetit. Ich bin so gespannt, wo Katas in freier Wildbahn leben. Kommt, lasst uns durch Tobis Fernglas schauen. Könnt ihr schon irgendwas erkennen? Aha, da leben sie also, im tropischen Regenwald auf Madagaskar. Das ist eine sehr große Insel östlich von Afrika, 9000 Kilometer von uns entfernt. Guck dir dieses Foto mal ganz genau an. Ich habe mir ein nettes Spiel ausgedacht. Passt mal auf. Welcher Umriss gehört zum Foto? Was denkt ihr? Der auf dem roten Hintergrund? Auf dem blauen? Oder auf dem grünen? Wisst ihr es schon? Na gut, ich werde euch die Lösung verraten. Der Umriss auf dem roten Hintergrund passt zum Foto.
Echt super, wenn ihr das richtig geraten habt. Wollt ihr noch mehr über den Cutter wissen? Kommt, wir gehen mal ganz nah ran. Was könnte das wohl sein? Was denkt ihr? Sind das Ohren? Oder ein Schwanz? Wisst ihr es schon? Ich bin ganz schön neugierig. Aha, es ist der Schwanz. Der flauschige, schwarz-weiß gestreifte Schwanz vom Cutter. Er konnte sich wohl nicht entscheiden, was seine Lieblingsfarbe ist. Schwarz oder weiß? Hey, da fliegt ja Peppa. Oh, seht ihr das? Peppa verliert eine schöne rote Feder. Könnt ihr sie irgendwo sehen? Mal sehen. Wo ist die Feder nur geblieben? Zeigt ihr mir, wo sie liegt? Ah, gefunden. Da ist Peppas Feder. Was macht der Cutter gerne? Was denkt ihr? Liegt er am liebsten mit anderen Cutters faul herum oder ist er lieber alleine? Soll ich's euch verraten? Ja? Guckt mal, Cutters vergnügen sich am liebsten gemeinsam. Sie leben in Gruppen. Sie kuscheln sich gerne aneinander und faulenzen. Was für ein Leben. Ich habe hier ein schönes Puzzle. Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr schon erkennen, was es ist? Ach, wie niedlich. So süß. Schaut mal, da ist der Schmetterling wieder. Er hat genug Verstecken gespielt. Und? Habt ihr gesehen, wo der Schmetterling sich in dieser Folge versteckt hat? Peppa hat jedenfalls gut aufgepasst. Wisst ihr es auch? Sollen wir mal schauen, wo der Schmetterling war? Guck mal, hier hat er sich versteckt. Gut gemacht, Schmetterling. So, wir haben wieder eine ganze Menge gelernt. Deine Folge ist jetzt zu Ende, kleiner Freund. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Kinder. Seid ihr bei der nächsten Entdeckungsreise wieder mit dabei? Dann spielen wir wieder zusammen und besuchen ein anderes Tier. Tschüss! Tschüss. Hallo, liebe Kinder. Herzlich willkommen hier im Tierpark. Ich bin's wieder, Bugs. Kommt ihr mit auf Entdeckungsreise? Tobi und Peppa sind schon unterwegs. Mal schauen, wo wir heute hingehen. Guck mal, da ist der Schmetterling. Er möchte gern Verstecken spielen. Und wir dürfen ihn suchen. In dieser Folge müssen wir uns überall gut umschauen, Kinder. Versteck dich mal, Schmetterling. Dann gucken wir erst mal, wo Tobi und Peppa geblieben sind. Tschüss, lieber Schmetterling. Tobi, wo bist du? Hallo. Ah, da bist du. Hallo, Kinder. Oh? Hey, hast du das gehört? Wer hat sich dort im Gebüsch versteckt? Wer macht so ein Geräusch?
Ist es vielleicht eine Giraffe? Ein Braunbär? Oder ein Zebra? Ach, na klar, es ist eine Giraffe. Darüber würde ich gerne mehr wissen. Mal schauen, was die Giraffen hier so veranstalten. Oh, haben die einen langen Hals? Oh, darf ich da mal runterrutschen? Was denkt ihr? Was frisst eine Giraffe wohl gerne? Wollt ihr mitraten? Ich bin mir noch nicht sicher. Wisst ihr es schon? Ach, na klar. Heu, das ist ihre Lieblingsspeise. Na dann, guten Appetit. Ich bin so gespannt, wo Giraffen in der freien Natur leben. Kommt, lasst uns durch Tobis Fernglas schauen. Könnt ihr schon irgendwas erkennen? Aha, da leben sie also, in der Savanne in Afrika. Die Savanne ist ein Gebiet mit viel Gras und ein paar einzelnen Bäumen. Giraffen können bis zu 6 Meter groß werden. Wusstet ihr das? Guck dir dieses Foto mal ganz genau an. Ich habe mir ein nettes Spiel ausgedacht. Passt mal auf. Welcher Umriss gehört zum Foto? Was denkt ihr? Der auf dem roten Hintergrund? Auf dem blauen? Oder auf dem grünen? Wisst ihr es schon? Na gut, ich werde euch die Lösung verraten. Der Umriss auf dem blauen Hintergrund passt zum Foto. Habt ihr das gut geraten? Spitze! Das war nicht einfach. Wollt ihr noch mehr über die Giraffe wissen? Kommt! Wir gehen mal ganz nah ran. Was könnte das wohl sein? Was denkt ihr? Sind das Augen? Oder ein Bein? Wisst ihr es schon? Ich bin ganz schön neugierig. Aha, es ist der lange Hals der Giraffe. Das Fell der Giraffe hat überall braune Flecken. Fast wie Puzzlestückchen. Hey, da fliegt ja Peppa. Oh, seht ihr das? Peppa verliert eine schöne rote Feder. Könnt ihr sie irgendwo sehen? Mal sehen. Wo ist die Feder nur geblieben? Zeigt ihr mir, wo sie liegt? Ah,
Gefunden. Da ist Peppas Feder. Was fressen die Giraffen wohl gerne? Die Blätter des Akazienbaumes? Oder doch lieber ein Stück Fleisch? Soll ich's euch verraten? Ja? Guck mal, sie lieben die Blätter des Akazienbaumes. Durch ihren langen Hals brauchen sie keine Leiter, um gut an die Blätter ranzukommen. Und mit der Zunge reißen sie die Blätter von den Zweigen. Ich habe hier ein schönes Puzzle. Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr schon erkennen, was es ist? Ach, das sieht lustig aus. Die Lippen. Als ob die Giraffe uns etwas sagen will. Schaut mal, da ist der Schmetterling wieder. Er hat genug Verstecken gespielt. Und? Habt ihr gesehen, wo der Schmetterling sich in dieser Folge versteckt hat? Peppa hat jedenfalls gut aufgepasst. Wisst ihr es auch? Sollen wir mal schauen, wo der Schmetterling war? Guck mal, hier hat er sich versteckt. Gut gemacht, Schmetterling. So, wir haben wieder eine ganze Menge gelernt. Deine Folge ist jetzt zu Ende, liebe Giraffe. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Kinder. Seid ihr bei der nächsten Entdeckungsreise wieder mit dabei? Dann spielen wir wieder zusammen und besuchen ein anderes Tier. Tschüss! Hallo, liebe Kinder. Herzlich willkommen hier im Tierpark. Ich bin's wieder, Bugs. Kommt ihr mit auf Entdeckungsreise? Tobi und Peppa sind schon unterwegs. Mal schauen, wo wir heute hingehen. Guck mal, da ist der Schmetterling. Er möchte gern Verstecken spielen. Und wir dürfen ihn suchen. In dieser Folge müssen wir uns überall gut umschauen, Kinder. Versteck dich mal, Schmetterling. Dann gucken wir erstmal, wo Tobi und Peppa geblieben sind. Tschüss, lieber Schmetterling. Tobi, wo bist du? Hallo. Ah, da bist du. Hallo, Kinder. Oh? Hey, hast du das gehört? Oh? Wer hat sich dort im Gebüsch versteckt? Wer macht so ein Geräusch? Ist es vielleicht ein Erdmännchen? Ein Marabu? Oder eine Biberratte? Ach, na klar, es ist eine Biberratte. Darüber würde ich gerne mehr wissen. Mal schauen, was die Biberratten hier so veranstalten. Hey, warum kratzt ihr euch denn so? Ihr habt euch bestimmt schon ganz lange nicht mehr gewaschen.
Was denkt ihr? Was frisst eine Biberratte wohl gerne? Wollt ihr mitraten? Ich bin mir noch nicht sicher. Wisst ihr's schon? Ach, na klar. Leckere grüne Wasserpflanzen. Das ist ihre Lieblingsspeise. Na dann, guten Appetit. Ich bin so gespannt, wo Biberratten in der freien Natur leben. Los, gucken wir mal durch Tobis Fernglas. Könnt ihr schon irgendwas erkennen? Aha, da leben sie also, in den Sümpfen von Südamerika. Sie graben dort Gänge und machen einen Eingang am Ufer. So können sie von ihrem Zuhause aus gleich schwimmen gehen. Guck dir dieses Foto mal ganz genau an. Ich habe mir ein nettes Spiel ausgedacht. Passt mal auf. Welcher Umriss gehört zum Foto? Was denkt ihr? Der auf dem roten Hintergrund? Auf dem blauen? Oder auf dem grünen? Wisst ihr es schon? Na gut, ich werde euch die Lösung verraten. Der Umriss auf dem grünen Hintergrund passt zum Foto. Spitze, wenn ihr das richtig geraten habt. Wollt ihr noch mehr über die Biberratte wissen? Kommt, wir gehen mal ganz nah ran. Was könnte das wohl sein? Was glaubt ihr? Sind das Klauen? Oder frisst hier jemand eine Moorrübe? Wisst ihr es schon? Ich bin ganz schön neugierig. Aha, es sind die langen gelben Zähne der Biberratte. Damit können sie sehr gut knabbern. Hey, da fliegt ja Peppa. Oh, seht ihr das? Peppa verliert eine schöne rote Feder. Könnt ihr sie irgendwo sehen? Mal sehen. Wo ist die Feder nur geblieben? Zeigt ihr mir, wo sie liegt? Ah, gefunden. Da ist Peppas Feder. Wisst ihr zufällig, was Biberratten gerne machen? Schwimmen sie gerne? Oder sind es Kletterweltmeister? Soll ich es euch verraten? Ja? Seht mal, Biberratten schwimmen für ihr Leben gern. Sie haben Schwimmhäute zwischen ihren Zehen und ein wasserdichtes Fell. Sollen wir mal zusammen schwimmen gehen? Ich habe hier ein schönes Puzzle. Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr schon erkennen, was es ist? Alle Biberratten aufgepasst! Der Schwimmwettkampf beginnt in wenigen Minuten. Schaut mal, da ist der Schmetterling wieder. Er hat genug Verstecken gespielt. Und?
Habt ihr gesehen, wo der Schmetterling sich in dieser Folge versteckt hat? Peppa hat jedenfalls gut aufgepasst. Wisst ihr es auch? Sollen wir mal schauen, wo der Schmetterling war? Guck mal, hier hat er sich versteckt. Gut gemacht, Schmetterling. So, wir haben wieder eine ganze Menge gelernt. Deine Folge ist jetzt zu Ende, kleiner Biber. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Kinder. Seid ihr bei der nächsten Entdeckungsreise wieder mit dabei? Dann spielen wir wieder zusammen und besuchen ein anderes Tier. Tschüss! Tschüss. Hallo, liebe Kinder. Herzlich willkommen hier im Tierpark. Ich bin's wieder, Bugs. Kommt ihr mit auf Entdeckungsreise? Tobi und Peppa sind schon unterwegs. Mal schauen, wo wir heute hingehen. Guck mal, da ist der Schmetterling. Er möchte gern Verstecken spielen. Und wir dürfen ihn suchen. In dieser Folge müssen wir uns überall gut umschauen, Kinder. Versteck dich mal, Schmetterling. Dann gucken wir erstmal, wo Tobi und Peppa geblieben sind. Tschüss, lieber Schmetterling. Tobi, wo bist du? Hallo. Ah, da bist du. Hallo, Kinder. Hey, hast du das gehört? Wer hat sich dort im Gebüsch versteckt? Wer macht so ein Geräusch? Ist es vielleicht ein Kamel? Ein Elefant? Oder ein Braunbär? Ach, na klar, es ist ein Braunbär, ein Verwandter. Mal schauen, was die Braunbären hier so veranstalten. Hallo, Braunbär. Kennst du vielleicht meinen Freund Bugs? Hallo, Braunbär. Hallo? Was denkt ihr? Was fressen Braunbären wohl gerne? Wollt ihr mitraten? Ich bin mir noch nicht sicher. Wisst ihr es schon? Ach, na klar, Äpfel, das ist ihre Lieblingsspeise. Hey, Onkel, lässt du mir was übrig? Na dann, guten Appetit. Ich bin gespannt, wo Braunbären in der freien Natur leben. Los, gucken wir mal durch Tobis Fernglas. Hm.
Könnt ihr schon irgendwas erkennen? Aha, da leben sie also, in waldreichen Gebieten. Braunbären fühlen sich an vielen Orten zu Hause. Zum Beispiel in Nordamerika. Da ist schön viel Platz. Guck dir dieses Foto mal ganz genau an. Ich habe mir ein nettes Spiel ausgedacht. Passt mal auf. Welcher Umriss gehört zum Foto? Was denkt ihr? Der auf dem roten Hintergrund? Auf dem blauen? Oder auf dem grünen? Wisst ihr es schon? Na gut, ich werde euch die Lösung verraten. Der Umriss auf dem roten Hintergrund passt zum Foto. Super, wenn ihr das richtig geraten habt. Das war nicht einfach. Wollt ihr noch mehr über die Braunbären wissen? Kommt, wir gehen mal ganz nah ran. Was könnte das wohl sein? Was glaubt ihr? Ist das ein Ohr? Eine Nase? Wisst ihr es schon? Ich bin ganz schön neugierig. Aha, das ist seine Pfote. An der Unterseite haben wir Bären kein Fell. Schuhe mögen wir nicht. Wir laufen also immer barfuß. Hey, da fliegt ja Peppa. Oh, seht ihr das? Peppa verliert eine schöne rote Feder. Könnt ihr sie irgendwo sehen? Mal sehen. Wo ist die Feder nur geblieben? Zeigt ihr mir, wo sie liegt? Ah, gefunden. Da ist Peppas Feder. Wisst ihr zufällig, womit Braunbären gerne spielen? Mit Blättern? Oder doch lieber mit Kieselsteinen? Soll ich's euch verraten? Ja? Guckt mal, Braunbären spielen gerne mit Blättern. Die rascheln so schön. Und wer weiß, was man als Bär so alles unter den Blättern finden kann. Ich habe hier ein schönes Puzzle. Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr schon erkennen, was es ist? Hey, Bruder Bär, wie geht's? Soll ich mal wieder vorbeikommen? Schaut mal, da ist der Schmetterling wieder. Er hat genug Verstecken gespielt. Und? Habt ihr gesehen, wo der Schmetterling sich in dieser Folge versteckt hat? Peppa hat jedenfalls gut aufgepasst. Wisst ihr es auch? Sollen wir mal schauen, wo der Schmetterling war? Guck mal, hier hat er sich versteckt. Gut gemacht, Schmetterling. So, wir haben wieder eine ganze Menge gelernt. Deine Folge ist jetzt zu Ende, lieber Bär. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Kinder. Seid ihr bei der nächsten Entdeckungsreise wieder mit dabei? Dann spielen wir wieder zusammen und besuchen ein anderes Tier. Tschüss! Liebe Kinder, wusstet ihr, dass es einen Story-Zoo-Shop gibt? Hier kannst du mich als Kuscheltier kaufen. Oder eins von Bär Bugs. Oder von Peppa. Die sind super weich. Und wenn du alle drei kaufst, ist es sogar noch günstiger. Und Bücher. Ihr könnt alles im Story-Zoo-Online-Shop kaufen. Und schaut mal hier, eine super schöne Story-Zoo-Kappe. Alle Story-Zoo-Lieder könnt ihr euch auch auf Spotify oder iTunes anhören. Fragt bei eure Eltern. Oder eben hier auf YouTube.
Gehe zu www.storyzoo.shop.de. Willst du noch mehr StoryZoo-Filme sehen? Besuche dann die Seite www.storyzoo.tv. Viel Spaß und bis bald!